zu den Ukulele Workouts 55 Swingin' All Night and Day. Hier kommt deine Hardcore-Extra-Runde. Let's go. Wenn du auf swingendes Comping, also so eine swingende Ukulele-Begleitung stehst oder einfach diese jazzigen Sounds magst, dann kommt hier deine Übung. Das ist meiner Meinung nach die absolute Basisübung, wenn man einsteigt oder auch wenn man schon ein bisschen besser ist und ins Tempo gehen möchte. Und ich nenne sie ganz zärtlich Raupi. Warum werdet ihr gleich sehen? Hier kommen die Griffe, die du brauchst. Im Grunde sind es genau 2,5. Das ist der erste. Ich greife ihn jetzt erstmal mit 4 Fingern. 3, 5, 3, 5. So, jetzt kommt der 1,5, weil man zieht die Finger nur wie so eine kleine Raupe so ein bisschen zusammen. Jetzt kommt der nächste, der dritte Griff, der dann eigentlich ja der 2,5 ist. Einfach ein Barré im dritten Bund. Und jetzt kommt der 1,5 nochmal, aber ein Bund tiefer. Wir haben also. Wenn du ein bisschen genauer wissen möchtest, was das für Griffe sind, wie sie heißen, wie du sie einsetzen kannst, habe ich noch ein anderes Video gemacht. Verlinke ich dir unten in der Beschreibung oder vielleicht. Wir üben das jetzt erstmal ein bisschen. Es wäre eigentlich cooler, wenn du das nicht mit 4 Fingern spielst, sondern mit einem Barré. Denn dadurch übst du gleich mal ein bisschen Barré-Balken. Und wenn dir ganz langweilig wird, dann kannst du am Ende diesen nochmal um 3 Bünde nach oben schieben. Das ist immer ganz cool. Was den Anschlag angeht, ist es auch so eine Basisübung. Wir machen einfach 4 Viertelschläge, wobei ganz so einfach ist nicht. Nach jedem Schlag lösen wir die Greifhand, sodass der Schlag ganz kurz wird. Mir ist eigentlich ziemlich Wumpe, ob du den Schlag mit dem Daumen machst. Das ist ein bisschen weicher. Oder mit dem Zeigefinger, das ist ein bisschen satter. Hauptsache, sie kommen genau auf den Beat. Nicht davor, lieber eher ein bisschen dahinter. Okay? Apropos Beat, hier kommt er. Wir fangen mit 60 an. 1, 3, 4. Schön locker machen. Nicht den Klick vorwegnehmen. Ich bin ein bisschen vorne dran. Schön weich und geschmeidig. Direkt 10 Beats schneller. 3, 4. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe gesagt, den letzten Akkord kannst du nochmal 3 nach oben schieben. Das wäre dann 2 hier, 2 hier. Das ist natürlich schon irgendwie saucool, oder? Das war auch schon die Minute. 10 Beats schneller. 3, 4.
nochmal dran erinnern. Schön locker machen. Nicht gegen das Metronom spielen, sondern mit dem Metronom. 2, 3, 4. Zwei haben wir noch. Jetzt wird es langsam schnell, nicht wahr? 2, 3, 4. Nicht stressen lassen vom Tempo. Ganz cool bleiben. Nicht davon galoppieren. Ganz saubere Schläge. Und der letzte, nochmal alles schön ausschütteln. 1, 2, 3, 4. Ganz kleine Bewegung in der Greifhand. Yay! Das war das. Ich hoffe, ihr hattet Freude damit. Wenn es gut geklappt hat, wir waren gerade bei etwa 140, nee, wir waren bei 110, 140 Beats waren das schon. Ja, ich wollte gerade sagen, 110 wäre deutlich langsamer gewesen. Stellt euch euer eigenes Metronom, macht bei 150 weiter, könnt ihr dann auch im gleichen ein bisschen länger machen. Der wichtige Teil ist, schön grooven die ganze Sache, das ist richtig. Wenn euch sowas Freude macht, wenn ihr mehr Übungen in dieser Art oder für diese Musikrichtung haben wollt, dann meldet euch doch noch fix für die Ukulele Workouts 55 Swingin' All Night and Day an. Muss ja nicht live sein. Ihr könnt es ja übrigens immer nachträglich noch anmelden, nachmachen, so oft ihr wollt, die Übungen machen. Ist eigentlich eine ganz geile Sache. Also wenn ich schlauer wäre, als ich bin, würde ich mich auch anmelden. In diesem Sinne, wie seh's? Habe ich gesagt, dass es noch 5 weitere extra Workouts gibt? Habe ich nicht.